Meine Babus, was geht ab und herzlich willkommen zu einem der ersten Erklärungsvideos von Alarmstufe Rot 3. Und zwar sollte ich ja mal auf Hinweise von vielen das ganze Spiel erklären, denn als Zuschauer, der das Spiel jetzt nicht kennt, da hat man nicht viel Ahnung, was hier abgeht. Also kommen wir heute zu dem ersten Teil und zwar Stützpunktbau. Und dann fangen wir auch gleich schon mal an. Also bei den Russen baut man normalerweise erstmal einen Presskran. Das bringt uns ein weiteres Baumenü und es repariert unsere Fahrzeuge, wenn wir welche haben. Da die Russen sonst mit ihren anderen Gebäuden nicht reparieren können. Ja, dazu dann später, wenn wir die andere Fraktion machen, mehr. Dann geht's auch gleich los mit dem Reaktor. Davon baue ich eigentlich immer zwei. Also es geht jetzt darum, wie ich das baue. Auf jeden Fall ist es wichtig, hier die Energie umzuhalten. Also man sieht hier dieses graue umrandete. Wenn das über diese grünen Balken geht, dann haben wir wenig Energie. Und dann ist alles verlangsamt an Produktion. Das kann einen schon den Sieg kosten. Dann hier jetzt Erzraffinerien, wichtig fürs Einkommen. Da sollte man also schnell gleich beide machen, denn je mehr Einkommen, desto mehr Kriegsproduktion. Dann geht man eigentlich eher schon auf die beiden Produktionsgebäude. Also Kaserne für Infanterieeinheiten und Waffenfabrik für die Panzer. Dann macht man eigentlich meistens hier zwei Bären. Ein Ingenieur einfach erstmal zum Erkunden die Bären. Einer verteidigt das eigene Infrastrukturgebäude, der andere, den würde ich jetzt zum Beispiel darüber schicken, um zu verhindern, dass der Feind jetzt sein Gebäude bekommt. Und dann würde ich auch gleich schon für eine Erweiterung gehen und für das nächste Tech-Upgrade, damit man wenigstens schon mal die Panzer hat. Ich mache das Ganze jetzt auch im Speedrun, also ich baue jetzt hier keine Einheiten dann noch dazu. Die Einheiten werden später erklärt. Also erstmal nur den Stützpunkt bauen, wofür was gut ist. Das bringt uns jetzt bei den Russen die nächste Technikstufe, heißt wir können also ein Flugfeld und Kriegslabor bauen. Die Sputnik ist da zur Erweiterung, man sollte schon ziemlich früh die erste Erweiterung machen, um einfach ein gutes Einkommen zu bekommen. Dem Ingenieur können wir jetzt das Infrastrukturgebäude einnehmen. Ölbohrturm bringt uns ein bisschen mehr Geld. Und jetzt haben wir schon die nächste Techstufe. Man sieht jetzt, wir können jetzt hier ein bisschen mehr bauen. Und dann hat man eigentlich auch schon die erste Erweiterung soweit bereit, dass man hier bauen kann. Dann, normalerweise sollte ich jetzt ein bisschen Panzer bauen und sowas. Ich gehe aber jetzt gleich für ein Flugfeld. Sprich, wir können dann Lufteinheiten bauen. Und dann meistens auch schon, wenn ich Flugfeld baue, gehe ich auch meistens schon auf zwei weitere Erweiterungen, bevor die Ressourcen endgültig knapp werden. Also mal, es wäre jetzt hier so bei 10.000 wäre das ganze Ding jetzt. Und ja, dann muss man wirklich mal gucken, dass man auch wieder ein bisschen mehr Geld bekommt. Eigentlich kann ich nebenbei schon mal eine Werft bauen für Marineeinheiten. Marineeinheiten müssen nicht unbedingt sein, genauso wie Lufteinheiten oder Infanterieeinheiten oder Panzereinheiten. Es kommt immer ganz auf die eigene Taktik drauf an und auf die Map. Auf der Map empfiehlt sich jetzt zum Beispiel alles. Also man kann hier alles machen. Man sieht, man kommt zu jedem Stützpunkt, also hier wären die ganzen Stützpunkte. Man hat zu jedem einen Seezugang, also man kann mit Artillerieschiffen Angriff machen. Das heißt also, man kann Marine machen. Auf dieser Map gehe ich persönlich gerne für Panzer, denn dann kann ich hier die Mitte umkämpfen und dann habe ich schon mal sehr viele Erweiterungen. Marine, wenn es sich anbietet, wenn jetzt der Gegner auch sehr auf Marine geht, dann baue ich auch ein bisschen Marine, um meine beiden Erweiterungsposten hier zu verteidigen. Und das ist auch bei anderen Maps so, also man kommt immer eigentlich auf die Map drauf an, wie man jetzt baut und auf die eigene Taktik, was man halt gut kann. Dann haue ich hier schon mal die nächste Erweiterung raus und dann wird es auch nach dem Kriegslabor knapp mit der Energie. Das Kriegslabor bringt uns unsere Superwaffen und die ultimativen Einheiten, also hier man sieht, die jetzt hier grau unterlegt sind, die extrem starken Einheiten. So, dann baue ich erstmal einen weiteren Superreaktor. Meistens besteht eine Basis aus 2 bis 3 Superreaktoren und ein paar Kleinreaktoren. Man baut ja nebenbei noch diese Verteidigungsanlagen hier, Tesla-Spule und Abwehrgeschütz. Und eigentlich auch eine Flak für Luftabwehr. Also das ist gegen Massen, das ist gegen starke Einzelziele. Dass man mal so einen Überblick hat, was die Verteidigungsanlagen einbringen. Und eigentlich baut man dann auch mit Jäger noch so. Aber das ist dann jetzt wieder zu den Einheiten, dazu kommen wir dann später.
Und dann jetzt eigentlich noch die letzte Erweiterung raushauen. Und die Superwaffen. Und schon wäre eigentlich der Stützpunkt im Late Game fertig. Also das wäre dann jetzt das Late Game. Der Bär wäre schon längst gestorben, alles. Und es wäre eigentlich hier schon längst umkämpft, hier so. Und die Dinger. Aber das ist ja erstmal nur der Stützpunkt. Oh. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fraktion wieder.